Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal vom Erzgebirge 80. Heute wieder was aus dem Bereich Smart Home. Und das möchte ich euch heute natürlich auch gerne vorstellen. Das ist eine Kamera von Netatmo. Ihr habt richtig gehört, Netatmo, das ist die Firma, die eigentlich so Wetterstationen macht und solches Zeugs. Die stellen Kameras her. Also ich habe schon ein Stückchen in Benutzung und zwar eine sogenannte Netatmo Welcome, die ist aber dann später in einem anderen Video zu sehen. Und heute schauen wir uns die sogenannte Netatmo Präsenz an, oder Präsenz. Das ist eine Kamera für den Außenbereich, also Lampe, Kamera, mehr dazu, wenn ihr dran bleibt. So sieht das Ganze schon mal aus, Netatmo Präsenz. Eine Outdoor-Sicherheitskamera mit Erkennung von Menschen, Fahrzeugen und Tieren. Und jetzt packen wir es natürlich mal aus. Das Teil ist relativ groß, aber nicht allzu schwer. So sieht das ganze Gerät dann aus. Ihr habt hier die LED-Leuchten. Das heißt, es ist auch als Außenlampe geeignet. Und dafür ist es auch mit wenig zusätzlichen Aufwand macht zur Installation gedacht. Und hier habt ihr die sogenannte Netatmo-Kamera unten drin. Ja, Netatmo liefert eine sehr gute Beschreibung mit. Das heißt, ihr könnt wirklich hier, wenn ihr durchgeht, Step by Step. Also habt ihr ein Zubehör dabei, Kamera, Schrauben und viele andere Dinge. Es ist genau auch beschrieben, immer jeweils in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch, was ihr wann wie zu machen habt. Na, wo man es anbringen sollte, das heißt eine Höhe von 2,5 bis 4 Metern. Ihr müsst ein WLAN verfügbar haben in der Nähe, das ist ganz wichtig. Das solltet ihr auch wirklich bitte darauf achten. Ohne WLAN ist damit nichts zu wollen. Ja, Sicherung rausnehmen, denke ich mal, das ist klar, wenn wir arbeiten mit Strom, da sage ich aber dann auch noch was dazu. Ja, alte Lampe, wenn dort was sein sollte, abmontieren, wie bringt man dann die neue an, wo bringt man sie an, also sehr gut beschrieben. Ich werde es euch soweit möglich natürlich gerne auch im Freien zeigen. Das geht nicht perfekt, aber weitestgehend. Einfach mal so zum Beschreiben, dass man sieht, was dabei ist. Es ist so ein Bügel dabei. Ich habe den jetzt mal festgeschraubt, bloß mal so zum Zeigen. Da ist hier vorne so eine grüne Schraube. Die schrauben wir mal ab. Ihr seht es wie so eine Art Bajonettverschluss. Das ist die Halterung, die ihr praktisch an der Wand anbringen müsst. Wie ist auch beschrieben, Schraubendübel, alles dabei. Es ist eine relativ einfache Installation, die sich die Firma Netatmo hat einfallen lassen. Ja, gibt es irgendwas Besonderes noch zu beachten? Ihr habt ein relativ ansprechendes Gehäuse, ist Metall. Hier ist also keine Besonderheit. Und das ist rundherum so gemacht. Also es gibt keine Anschlüsse, damit auch relativ safe vor Manipulationen. Ja, und was auf jeden Fall noch braucht, das ist entweder ein iPhone oder ein entsprechendes Android-Gerät, also iOS oder Android, denn diese Kamera lässt sich nicht, ich würde nicht mit einem PC einrichten, ist auch so beschrieben. Hier ist einfach das Problem, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr es nicht einrichten. Meine lieben Freunde, und jetzt sind wir schon bei der Installation angekommen, der nächste große Schritt. Eine Bitte, die ich immer habe,
Wir haben hier mit Strom zu tun, das heißt, das Gerät braucht einen normalen 230 Volt Anschluss. Hier bitte die große Ansage von mir. Lass einen Fachmann machen, macht's bitte nicht alleine. Es sei denn, ihr seid Elektriker oder ähnliches, das ist wichtig. Mir geht es nur darum, Vorsicht, Strom kann tödlich sein. So, und jetzt praktisch im Freien. Das sind die Lampe und der Bewegungsmelder. Und die werden jetzt ersetzt gegen die neue Kamera mit Licht von Netatmo. Kamera ist jetzt installiert und jetzt machen wir noch die Einrichtung der neuen Netatmo Präsenz und dafür werden wir erstmal Strom drauf geben. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist ein entsprechendes Smartphone, das heißt iPhone oder Android Phone, und auf der App wird das Ganze dann eingerichtet. Das zeige ich euch jetzt mit der App. So, wir haben hier die Security-App von Netatmo. Die öffnen wir jetzt. Jetzt könnt ihr auswählen, die Welcome oder die Präsenz zu öffnen. Wir nehmen die Präsenz. Angeschlossen sein, das haben wir gemacht. Man sieht es jetzt auch, sie leuchtet. Das heißt, das ist wichtig. Drücken auf Next. Wi-Fi aktivieren, um die Kamera einzustellen. Das haben wir. Bleiben Sie während der Einstellung in der Nähe Ihrer Kamera. Das machen wir natürlich auch. Jetzt werden die Informationen zum Netzwerk gesucht. Das dauert einen kleinen Augenblick. Die hat er jetzt gefunden. Wir nehmen entsprechend das Starshine 2G, drücken auf Weiter. Und jetzt wird er dazu eine Verbindung herstellen. Und wir haben die Präsenz erfolgreich mit unserem Gerät verbunden. Und jetzt können wir die sogenannten Konfigurationen laden. Dauert alles immer einen kleinen Augenblick, weil das einmal um die Welt geht. Dann möchte Security auf meine Fotos zugreifen. Ja, das darf sie. Das hat dann den Hintergrund, dass ihr die Bilder oder Videoaufnahmen, die ihr habt, auch auf dem Smartphone hinterlegen könnt. Geht aber auch über Dropbox oder auch einen FTP-Server. Jetzt haben wir die Namensvergabe für die Kamera. Wir nennen sie einfach mal Zuhause. Und wir nehmen gerne auch an dem Programm teil zur Produktverbesserung. So, das heißt, einmal Haus, einmal zu Hause. Ihr müsst da zwei was eingeben. Ein bisschen lustig gemacht. Das heißt, ihr müsst immer das Objekt angeben, das Gebäude, und dann den Rest. Jetzt könnt ihr einrichten eine sogenannte Alarmzone. Das heißt, dort, wo der Alarm ausgelöst werden soll. Die Flutlichteinstellung. Und die Warnmeldung in Echtzeit. Das heißt, wenn jemand das Grundstück betritt und entlangläuft, dann kriegt ihr eine Meldung aufs Handy. Verstanden. Ja. Und jetzt seht ihr mich jetzt schon auf der Kamera. Das Ganze ist eingerichtet. Und jetzt haben wir Teil 1 und Teil 2, wie man das Gerät auf der App einrichtet, zeige ich euch dann gleich. Jetzt machen wir nochmal auf. Ihr seht hier die Security-App und hier könnt ihr praktisch, wenn ihr das Ganze dann kippt oder hier drauf drückt, könnt ihr dann die Gesamtfläche sehen. Das heißt, den gesamten Hof zum Beispiel. Das lässt sich problemlos machen. Ihr könnt die Personen, die hier sind, erkennen, also mich zum Beispiel, das ist mal groß, und könnt das auch entsprechend, da zeige ich ein Video auf, das Video abspielen und das Ganze auch in groß.
Das Ganze kann runtergeladen werden. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, und das ist relativ einfach, auf Dropbox sichern. Das ist auch jeden dann selber überlassen oder mit einem FTP-Server verbinden. Das heißt, auch hier habt ihr die Möglichkeiten, diese Videos alle runterzuladen und entsprechend abzusichern. Ja, wie ihr seht, funktioniert wirklich sehr gut. Könnt ihr die Einstellungen anpassen. Menschen aufzeichnen, benachrichtigen, Fahrzeuge aufzeichnen, benachrichtigen, Tiere könnt ihr ignorieren und aufzeichnen ohne irgendwas. Andere Bewegungen aufzeichnen, ignorieren, je nachdem, was ihr da machen wollt. Ereignisse sichern oder löschen. Ich habe jetzt hier mal keine Begrenzung gemacht. Dann löscht es irgendwann runter, wenn da entsprechend der Dropbox-Speicher gefüllt ist. Da könnt ihr dann reingehen, könnt sagen Haus steuern. Name, das ist zu Hause. Den Standort festlegen, Räume hinzufügen. Ihr könnt Gäste verwalten, das heißt, wenn ihr irgendjemanden hier noch Zugriff auf das Gerät geben wollt. Ja, meine Geräte, das ist die NetAtmo Presence. Ihr habt hier dann einen Account, den müsst ihr praktisch vorher schon anrichten. Also ganz viele Dinge vorhanden. Wir können das Ganze mit der Face-ID verbinden. Also, ja, erkennt praktisch Menschen ohne irgendwelche Probleme. Ja, meine lieben Freunde, und an dieser Stelle natürlich wie immer ein Fazit zur Kamera, zur NetAtmo Presence. Es ist ein gutes Stück Technik und ich kann an der Stelle wirklich sagen, ein Kauf lohnt sich. Hat viele Vorteile und zwar, ihr könnt euer Grundstück oder den Eingangsbereich sehr gut überwachen. Ihr habt keine oder kaum Fehlermeldung. Das heißt, wenn ihr viele Katzen in der Nachbarschaft habt, dann schaltet einfach die Tiererkennung aus. Funktioniert hervorragend. Das heißt, ich weiß, wann kommt bei mir jemand Fremdes auf Grundstück. Ansonsten habe ich keine Fehlermeldungen. Das Ganze funktioniert auch nachts sehr gut mit Infrarot. Das eingebaute Licht ist sehr hell. Das muss man deutlich sagen. Ich zeige euch jetzt mal ein kleines Bild an der Stelle hier. Man sieht, das Bild ist wirklich gut. Es ist im Dunkeln. Das ist nicht mal die hellste Stufe des Flutlichts. Also man kann es noch viel heller stellen. Und da muss man wirklich sagen, das ist eine gute Ausleuchtung. Fahrzeugerkennung ist dabei, fährt ein fremdes Fahrzeug aufs Grundstück oder will jemand euer Auto klauen und fährt zum Hof. Auch das wisst ihr dann. Also es funktioniert mehr als zuverlässig. Formfaktor, ja, es ist, wirkt sehr futuristisch, ein bisschen eckig, ein bisschen kantig. Ansonsten toll. Eine Besonderheit hat die NetAtmo und das muss ich euch dazu sagen. Ich habe auf meinem Kanal ja schon die Motorola Focus vorgestellt. Bei der Motorola Focus braucht ihr ein Abo. Das heißt, ihr habt jedes Jahr wieder, dass ihr Geld ausgeben müsst, nur damit die Aufzeichnung weiterhin stattfindet. Das habt ihr bei der NetAtmo Presence nicht. Die NetAtmo Presence hat eine eingebaute Speicherkarte und, das was noch schöner ist, eine Möglichkeit auf Dropbox oder FTP-Servern zu speichern. Das heißt, die Anschaffungskosten sind beim ersten Mal relativ hoch, das mag schon sein. Wenn ihr allerdings dann im Vergleich zum Beispiel zum Motorola Focus die Kosten im Nachgang anschaut, dann seid ihr hier natürlich weitaus besser bei der NetAtmo auf Dauer spart, damit ihr dann das Geld. Das heißt, ihr habt keine laufenden Kosten, egal wie lange ihr das Gerät benutzt. Finde ich persönlich sehr gut. Deshalb auch bei mir so eine kleine Erweiterung und Umrüstung im Grundstück.
kann ich nur empfehlen. Wer mag, einfach schauen, gibt verschiedene Quellen. Ihr könnt bei Netatmo selber kaufen, dort hat man manchmal auch irgendwelche Rabattaktionen. Amazon oder auch ansonsten im Elektronikhandel, schaut euch einfach um. Es ist nicht ganz billig, ihr seid mit um die 300 Euro dabei, aber die Investition lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde, und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Euer Erzgebirge 80, euer Matthias.